sehr schön. Das sieht ja aus wie ein Ende von Mirror's Edge. Gut. Das war ja jetzt irgendwie unerwartet. Aber naja, gut. Das große Gefälle kommt zum Schluss. Und jetzt kommen natürlich die Credits. Und ja. Die werde ich rausschneiden und die werdet ihr dann in anderen Einzelpart sehen. Also, macht's gut. Habe ich mir anders überlegt, das finde ich doof. Ja, also, ich bedanke mich erstmal für die herzliche Anteilnahme von meinem Let's Play. Und ich weiß, dass es viel Gefehle war. Und ja, ich werde jetzt mal beim letzten Part schauen, wie ich den geschnitten habe. Also, ihr werdet es schon sehen, aber ich weiß noch nicht, wie ich ihn schneide. Weil da war ja so viel Gefehle drin, dass es schon unglaublich war. Ich habe auch extra einen Tag Pause gemacht und erstmal wieder was anderes gezockt, weil das hat mich so aggressiv gemacht, da ich das nicht geschafft habe. Aber naja, okay. Schlussendlich haben wir es ja doch geschafft und ich finde das Spiel einfach klasse und ich würde es jederzeit wieder spielen. Und ja, aber das nächste Mal werde ich dann auf Hard spielen. Aber mal schauen, wann das sein wird. Vielleicht irgendwann mal gar nicht oder so, aber kann man ja mal gucken. Ja, und ich bedanke mich einfach dafür, dass ihr dabei wart. Oder auch für die, die das sich später mal angeschaut haben. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Was sagt man denn noch so? Bleibt mir treu, mehr oder weniger. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns in einem anderen Let's Play von irgendeinem Spiel, was ich noch nicht weiß. Muss ich mal gucken. Das war jetzt irgendwie so ein spontanes Ende, fand ich. Und ja, muss ich mir jetzt noch ein Spiel raussuchen und dann gibt es ein nächstes Let's Play mit Mr. Treacher. Also Leute, macht's gut und bis zum nächsten Let's Play. Euer Treacher. Ciao. Ein grausamer terroristischer Anschlag auf die Scherbe hat 9 Opfer und viele Verletzte gefordert. Ein Mitglied von Callahans Team sagte, dass ein Sicherheitsverstoß zu Stromausfällen in mehreren Systemen geführt hat, die dem Schutz der Öffentlichkeit dienen. Dies führte zu Chaos in der Scherbe und der ganzen übrigen Stadt. Die Verdächtigen sind die des Mordes angeklagte ehemalige CPF-Beamtin Kate Connors und ihre Schwester Faith Connors. Obwohl das ganze Ausmaß und der Grund für die Stromausfälle noch unklar sind, hat dieser Vorfall viele beunruhigende Fragen aufgeworfen. Welche Rolle spielen beispielsweise die sogenannten Runner bei der Destabilisierung des städtischen Betriebs? Als Reaktion auf den Vorfall wird das Sicherheitsunternehmen Pirandello Kruger die CPF bei der Überwachung der Stadt unterstützen. PK und das Büro des Bürgermeisters empfehlen den Bürgern außerdem, die Kommunikation über Handy und E-Mail aufgrund von Sicherheitslücken so lange einzuschränken, bis zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen greifen. Der Aufenthaltsort der beiden Verdächtigen ist derzeit unbekannt.